Es war eine Zufallsentdeckung auf diesem abgelegenen, mit Waffen gesicherten Gelände in New Mexico. Bei der Suche nach einem im US-Bundesstaat Georgia entführten Jungen hat die Polizei 11 verwahrloste und abgemagerte Kinder entdeckt. Die Behausung sei dreckig, die Kinder unterernährt gewesen. Die Kinder sollen zwischen 1 und 15 Jahren alt sein und befänden sich mittlerweile in staatlicher Obhut. 3 ebenfalls entdeckte Frauen seien vermutlich die Mütter. Die Beamten nahmen einen 39-Jährigen fest, der in Georgia wegen der Entführung seines Sohnes gesucht wurde. Ein weiterer Mann wurde wegen des Verdachts auf Fluchthilfe festgenommen. Der vermisste Junge aus Georgia habe sich nicht in dem Lager befunden.